Oliver Angler, das erste Spiel zu Hause hast du hinter dich gebracht, beziehungsweise die Mannschaft hinter dich gebracht, 5:1 gegen Schillingen. Wie fällt dein Fazit aus? Wir haben uns sehr viel vorgenommen vor dem Spiel, dass wir das Spiel dominieren wollen durch guten Ballbesitz. Das ist uns heute nicht immer gelungen, aber was uns heute sehr gut gelungen ist, das habe ich auch den Jungs so gesagt, wir haben zum richtigen Zeitpunkt immer die Tore gemacht. Und immer wenn der Gegner am Drücken war, haben wir eine gute Antwort gegeben, indem wir die Tore gemacht haben. Wie viel von dem, was du von deiner neuen Mannschaft erwartet hast, hat denn das Team jetzt schon umgesetzt? Kapieren die Jungs, wie Fußball à la Olli aussehen soll? Ja, also die Jungs sind ja echt gute Fußballer. Wir haben viele Jungs, die gut ausgebildet worden sind. Einige junge Spieler, die wir noch ranführen müssen, aber im Prinzip verstehen sie sehr gut, was für einen Fußball wir spielen wollen. Und die arbeiten in der Trainingswoche sehr gut, sehr hart und setzen es auch heute, muss ich einfach mal sagen, heute viel, viel besser als letzte Woche um. Waren aber auch personell wieder heute anders aufgestellt und deswegen einiges vielleicht auch leichter als letzte Woche. Okay, vielen Dank und alles Gute.